Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, wir sind ein Musterschüler und das wollen wir den Leuten auch beweisen. Das können wir den Leuten aber nicht beweisen, wenn wir in der Nacht rausgehen. Also bin ich fast dafür, dass wir hier übernachten. Ich habe keine Ahnung, wie wir ins Fotostudio kommen. Dabei sehen wir so gut aus. Ah, Moment mal. Vielleicht, wenn wir uns umziehen? Wie wär's damit? Nö, wir brauchen einen Schlüssel. Haben wir denn dazu eine Aufgabe? Oh, was steht denn hier Schönes? Die VIP-Lounge ist für VIPs. Also an die Mitarbeiter der VIP-Lounge von Davy Hackney. Sind eure Pappfreunde hübsch? Sind sie berühmt? Nein? Na, dann hört verdammt nochmal auf, sie in die VIP-Lounge zu lassen. Der einzige Sinn einer VIP-Lounge ist es, Leute draußen zu halten. Deswegen wollen sie hinein. Wenn ihr jeden Versager aus dem Village reinlässt, können wir sie auch das Prololoch nennen. Also bitte denkt daran, wenn ihr eure Jobs behalten wollt. DH. Der Musterschüler, die Show muss weitergehen. Das haben wir uns schon angeguckt. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist die Luke im Keller. Na gut. Nun, das ist der Ort für eine Luke. Und da Davy Hackney meint, ich bin sein neues Model, sollte ich seine alten Models fragen, wie man sich auf dem Laufsteg verhält. Das haben wir doch alles schon in der letzten Folge uns angeguckt. Wenn ich den anderen Models helfe, geben sie mir vielleicht einen nützlichen Ratschlag. Davy tut ihm was, wenn seine Kleidung hier zerrissen ist. Ein Nähset rettet sein Leben. Und wie sagt man? Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Mhm, super. Hugo hat einen Freudlosen gehabt. Jetzt will er einen auf Freude. Ich habe ich Platz für ihn? Also, Killer Humphreys braucht eine Flasche, um ihre Nerven zu beruhigen. Das kann ich verstehen. Manchmal wünschte ich auch, ich wäre ein Alkoholiker. Wir haben die Flasche abgegeben, also das war's dann auch nicht. Zeit, nach oben zu gehen und zu zeigen, was ich habe, nun, was Davy hat, genau genommen. Keine Ahnung. Wir haben alles gemacht, außer dass wir nach oben sind wir noch nicht gegangen. Das machen wir jetzt. The crowd's restless, dearie. Go out there and fucking wow them. Just strut to the spots marked with X and show yourself off. And quickly. We'll get going then. You are capable of walking 10 feet, aren't you? Oh, and whatever you do, don't fuck up. Okay, and on your mark. And work it! Be fierce, Arthur. Be fierce. Soll ich mich auch drehen und so? Kann ich tanzen oder? Ich kann springen. Cool, oder? Müsst ihr alle so gucken, guckt woanders hin. Posieren. I'm the fiercest. How does it feel to be one of the beautiful people? Ja, das war ein Spaß. Oder? War gut? Hopeless. You're utterly sans charisma. I'm not surprised you're homeless. Say,
Mr. Hackney? It's a bit late, and I sort of live on the other side of town. Would it be too much trouble? I suppose you did do me a favor. Here, get some beauty sleep. Not that it'll help. Der Schlüssel zum Fotoraum. Danke. Sorry, I couldn't be at the meeting. Did I miss anything critical? Den hätte er mir auch so geben können. Können wir noch mal irgendwas werfen? Naja, unsere Flaschen. The old man's on a rampage. I wouldn't ask him for a raise today. Did you hear? The circus is coming to town. Oh, jetzt echt. Oh. Habe ich nicht Angst vor Zirkussen? Zirkusse? Zirkusen? Wie heißen sie? Zirkusse. Hey. Na endlich. Mann, was für ein Theater. Zum Glück mussten wir uns nicht ausziehen auf der Bühne. Ich hätte fast angefangen damit schon. Was ist denn das für eine Tür? Was ist denn das? Für eine Glühbirne? Ha, ha. Jetzt echt? Never drop some stuff, Arthur. Or it's gonna be tediously slow going. Oh, so eine schöne Lavalampe hier in der Ecke. Sieht man jetzt gar nicht. Cool. Ja, schön. Ja, die haben ganz schön viel Kram in ihren Dingern. Hey, fabelhafte Klamotte. Aufheben. In ihren Koffern, meine ich, Dinger. Ja, die Hitze, Achtung, die Hitze schmilzt wachsbasierte Kosmetika. Juhu. Ach, alles wird gut. Alles wird gut, liebe Welt da draußen. So, alles rein damit. So einen legen wir auch mal auf die hohe Kante. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen eines Tages. Was brauchen wir denn noch nicht? Die Axt, es sei denn, wir gehen in den Wald, aber einen Wald habe ich jetzt noch nicht gesehen hier. Bombastischer Böller. Na, ich weiß ja nicht, lieber nicht. Der Kurzschließer. Die Speibombe ist lustig. Eine lassen wir mal hier. Ein Wasserfilter. Naja. Ja, okay. Was wiegt der? 0,6? So können wir uns auch jederzeit bauen, also. Ganz so wichtig wäre das jetzt nicht, denke ich. Joy brauchen wir schon mal gar nicht unterwegs. Ein paar Energiezellen, falls uns mal wieder das Licht ausgeht in der Nacht. Wofür brauchen wir so viele Leuchten? Eine verfaulte Kartoffel? Na, die kann aber noch ein bisschen weiterfallen. Die Ente ist gut. Lilienwurzel, aha. Ach, das wiegt gar nichts hier. Ja, aber verstopft das Inventar trotzdem. Also ist ja hier drin. So viele Freudepillen haben wir gesammelt schon. Schön. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Polaritätsgerät, na endlich.
Da haben wir den Bauplan und Berserkerbombe. Leuchte. Eine Taschenlampe. Die Energiezelle ist leer. War ja klar, diese Taschenlampe braucht eine Energiezelle. Also eine Leuchte können wir jetzt selber herstellen. Aus einem Metallrohr, einer Glühbirne, einem Metallteil und zwei Klebebändern. Das Polaritätsgerät. Dafür brauchen wir. Wir brauchen mechanische Teile, zwei. Wir brauchen eine Energiezelle, zwei Metallteile und einmal die Schlüsselkarte eines Constables. Wo bekommen wir die denn her? Ach, von Bobbys steht ja dran. Okay, Alarmsysteme nehmen nur anständige, gesetzestreue Bürger ins Visier, anstatt verdammte Freudlose wie dich. Kehrt das Ziel automatischer Fallensysteme um, zum Beispiel Tesla-Spulen. Na, das ist ja schön. Berserkerbombe. Macht Leute in der Nähe zu Berserkern. Berserker greifen jede Person an, die kein Berserker ist. Veranlasst alle Betroffenen, ein Ziel zu wählen und anzugreifen. Wert kurzzeitig. Oh, das könnte lustig sein. Wir brauchen eine Feldflasche dafür. Phytosteroid? Phytosteroid hatten wir da schon mal irgendwo her? Keine Ahnung. Wird gefertigt. Mhm. Ja, dann brauchen wir ein Halluzinogen, wird auch gefertigt, und Schwarzpulver. Mhm. In Kommoden, Kisten und Safes zu finden. Das könnte eine lustige Geschichte werden, ja. Feramylspritze können wir jetzt selber herstellen. Du wirst für eine Weile härter. Geh die Extrameile mit Feramyl. Erhöht die Ausdauerregenerationsrate für kurze Zeit. Ausdauerschub, ja gut. Ja, Power für unterwegs eben. Na gut. Muss er jetzt nicht sofort sein. Sonst noch was Neues? Fabelhafte Klamotten. Beeindrucke alle in der Stadt. Noch abgefahrener als nix schicke Fummel. Trage dies, um dich im Parade-District anzupassen und im Village zu beeindrucken. Wow. Gasmaske können wir auch selber herstellen. Auch aus einer verbrauchten Gasmaske. Na, klasse. Gut. Ja, sonst haben wir nichts. Anziehung. Rieche wie ein Arzt. Ärzte können dich nicht länger erschnüffeln. Ärzte können dich kurzzeitig nicht am Geruch erkennen. Ach so, das kann man machen. Mit verwesendem Fleisch, wie denn sonst? Das ist ja lustig. Können wir denn auch selber so eine Sonnenscheinpille? Können wir nicht herstellen, leider. Nein. Das wäre es jetzt natürlich. Haarschleife. Davy, Schatz, du wolltest wissen, warum ich heute komisch drauf war. Aber du weißt, warum. Auch wenn du glaubst, ich wüsste es nicht. Deidre hat mir eine Haarschleife zurückgegeben, die sie beim Bett gefunden hat. Sie dachte, sie wäre meine, obwohl ich nie hellgrün trage. Ich wollte sterben. Ich wollte wirklich sterben. Du warst mit Pris in unserem Bett, nicht wahr? Niemand sonst kann hellgrün tragen. Wie konntest du nur? Ich habe dieses Bett hübsch gemacht. Wenn ich nur an dich und Pris auf meinem Fallschirm-Seidenlaken denke, wie soll ich dir je wieder vertrauen? Ich verdopple heute meine Freude. Aber glaub ja nicht, dass mein Lächeln bedeutet, du hättest mir nicht das Herz gebrochen. Diana. PS. Bitte gib mir meine Schallplatten von Nick Lightbearer und meine gute Pinzette zurück. Es ist aus. PPS. Ich esse jetzt einen ganzen Cupcake. Mir ist egal, was du davon hältst.
Oh Mann! Die ist leicht zu finden. Das ist die Dicke in der Stadt. Das war jetzt böse. Nein, die ist bestimmt, sieht man die sofort. Gut. We're ready for my next visit back here. Das war gar nicht so gemeint. Die ist die Hübsche. Ja, wie reden wir uns jetzt raus? So klappt das nicht. Aus der Nummer kommen wir so schnell, so einfach kommen wir da nicht wieder raus jetzt. Oh, wir können hier schlafen. Das ist aber hier ein komisches Safehouse. Schlafen wir bis 4. Nein, 5, 6, 7, 8. Ja. To sleep, perchance to dream. Na, herrlich. Ja, wie auch immer. Ich finde dieses Safehouse jetzt nicht so toll wie die anderen. Da hat ja einer die Tür aufgelassen. Immer schön zumachen. Da muss man ja erstmal durch zwei Gebäude durch. Aber als Tarnung... Halt. Als Tarnung ist das doch nicht schlecht. Ja, wir haben alles aufgedeckt jetzt. Und wir haben sogar die Aufgabe erledigt hier mit dem Laufsteg. Eine ganz kleine Runde drehen wir noch. Ist gerade keiner da und guckt. Ich brauche so eine Karte. Can I just borrow this? Oh shit. Ausgerechnet. Hat nur einen Apfel dabei gehabt. Oh, wie schön. Die haben hier so einen Park und so. Richtig schön. Ja, und verriegelte Türen und Fenster vor den Gittern. Ja, und sowas. Was? Gänster vor den Fittern. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Was denn? Ja, Fenster vor den Gittern. Nee, Gitter vor den Fenstern. Ja, so rum, genau. Fenster vor den... Jetzt nochmal. Also Gitter vor den Fenstern. Wow. Schwieriger Satz. Central Bureau of Simon Says. Ah, wie witzig. Prim and Peacock. Auktionshaus. Nur für Beamte. Komisch, der ist plötzlich umgefallen. Guck mal. If we can just reduce the budget a tad more, I think we could really make an impact. Did you hear about Constable Rossetti's wife's cake? I don't know why, but I'm having a craving for a fag. Ich glaube, er wurde I'm vergiftet. I'm gonna have to rewrite the entire bloody report. Can you believe that? See you at the pub. Nothing like the das rainbow. Ist unglaublich, oder? Der schläft während der Arbeit. Wird er noch bezahlt? Do you have those numbers for George yet? I got a new compliment machine. It's so clever. Nothing like a rainbow to cheer you up. Wow. Den fass ich lieber nicht. I seem to be a lot more serious about the plague here. It must be spreading fast. Not a pleasant thought. Hier sind die Roten unterwegs. Ich verstehe schon. Bereich wird renoviert. Dieser Bereich wird für dich verschönert. Bitte nicht betreten, bis er fertig ist. Medizinisches Personal, Quarantäne-Kit obligatorisch. Ja, von wegen. Wer hat die Mülltonne geklaut? Hier war doch gerade noch eine Mülltonne direkt neben mir, oder? Dann nehme ich die hier, aber trotzdem, das war jetzt gruselig. Naja, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber das passiert so oft. Manchmal bewegen sich Dinge hier und so.
Ich habe einen Stein gefunden. Kann ich mich in den Blumen verstecken? Brecheisen? Brecheisen haben wir doch. Schnorrer. Na endlich! Gewährt eine geringe Chance beim Plündern, coole Sachen zu finden. Jetzt echt. Dietrich auch. Springt nicht. Hey, mach einen Salto. Oh, ja tatsächlich, da war doch schon was. Alarm auslösen. Reutlose sollen dort bleiben, wo sie hingehören. Wenn du etwas siehst, sag etwas. Wow. Mir war so, als hätte ich gerade schon im Mülleimer einfach so Polizei nicht betreten. Ja, ich finde auch, die sollen nicht überall hinkommen, ne? Ich meine, vorhin im Mülleimer war schon ein Schlüssel. Ein Dietrich, meine ich. Oh gut, das war jetzt ein kleiner Rundgang. Die Stadt hier hat mit Sicherheit noch mehr zu bieten, wenn wir mal auf die Karte gucken. Sind wir... Ja, wir haben es gerade mal angekratzt. Wow, was machen die denn mit uns? Hier oben waren wir auch überall noch nicht. Und hier in der Ecke, wow. Und hier haben wir es gerade mal angekratzt, liebe Welt da draußen. Wir gehen jetzt Richtung Heimat. Legen uns unter das Bett. Und weinen ein wenig vor Freude. Die sind aber hier auch ein bisschen, die sind aber gehaltener hier in dem Viertel. Ja, außer der da drüben. Das ist bestimmt, ja, das war bestimmt in der Schule früher der Pausenclown. Oder der Klassenclown vielmehr. Der Pausenclown ist ja in Ordnung. Der Klassenclown ist auch in Ordnung. Wer will nicht gerne lachen? Alle sind sie in Ordnung, na klar. So, ab in die... Ah, genau. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ab ins Safehouse. Ein bisschen aufgeräumt hier. So, zum Inventar sage ich Folgendes. Wir legen ein paar Sachen ab. Brauchen wir diesen zerrissenen Anzug überhaupt noch hier? Ja, ich habe sowas immer ganz gerne in der Tasche. Was wiegt der denn? 3 Pfund. Der Blaumann sogar 4. Da haben wir alleine damit schon unser Inventar ganz schön gefüllt. Musikbox. Wohlige lieben es, sich zu versammeln und flotte Musik zu hören. Ablenkungsgerät erfordert eine 45er UPM-Schallplatte. Ablenkungsgerät, ja, auch so. Für unterwegs also. Kurzschließer. Oh nein, ich wollte das nicht wegwerfen. Zu spät. Eigentlich können wir die doch alle hier lassen, oder? Wenn wir irgendwas bauen wollen, so ein Brecheisen oder so, dann komischerweise geht das ja sowieso von unterwegs alles. Ach, die Federn, die wiegen gar nichts. Aber trotzdem, das sind ja nur im Inventar und dann wird die Liste wird uns übersichtlicher. Wow. Bitte einmal zusammenreißen noch ein paar Minuten. So. Aufs Bett.
Na, lasst mich, ich mach das gerne. So. Damit wünsche ich euch alles Gute zum Geburtstag, wenn ihr Geburtstag habt. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Ja, alles Gute zum Geburtstag, wenn ihr heute Geburtstag habt. Und wenn nicht, dann vorträglich bringt Unglück oder nachträglich? Dann nachträglich. Und bis zum nächsten Mal. Das können wir aber besser. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Okay, ich bin raus. Das ist mir auch noch nicht passiert. So, damit sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Welt. Da sind wir wieder und unterm Bett, habe ich festgestellt, können wir gar nicht speichern. Können wir denn jetzt speichern? Da, jetzt geht's. Okay. Ja, damit bedanke ich mich jetzt aber für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.